Willkommen zu Station News. Mein Name ist Matthias. Ja, heute geht es darum, um Mol-Berechnung in einem Raum. Ihr seht ja jetzt schon hier so schöne Zahlen. Und das sind Mols, nur in Kommastellen. Und wenn wir das vergleichen, wird es auch stimmen. Also N2 ist grün bei mir, O2 ist weiß bei mir. CO2 ist grau bei mir. Rot wäre H2 und braun wäre halt N2O und naja, wäre halt X, ne? So, wenn wir jetzt das vergleichen mit dem Tablet, es stimmt haargenau. Wenn ich jetzt hingehe, beispielsweise etwas streiche. Tja, was streichen wir denn jetzt mal? Machen wir jetzt erstmal die Böden. Achtet hier auf das X-Gas bitte. Sobald ich streiche, wird ja X-Gas freigesetzt. So, und wenn wir jetzt gucken, das sind nicht mal ein Mol. Ja, also ihr seht schon, es kommt sehr gut hin. Ja. Sind die 3, 1. Ja, was ist passiert? Was passieren musste? Toll. Ich bin nicht in der Kreativwelt, ich bin in meinem Live-Spiel. Und jetzt müssen wir eben kurz warten, dass der Aggregator anspringt. Das ist jetzt blöd. Ja, vor allem das stört, ne? Ja, schön. Ich pausiere an der Stelle das Video. Wir machen gleich weiter, wenn ich wieder Strom habe. Also, bis gleich. Jo, und da haben wir auch schon wieder Saft in der Bude. Ja, das ist jetzt ein bisschen blöd gewesen. Bei unter 30% bleiben nur noch die Lebenserhaltungssysteme online. So habe ich das bei mir eingestellt, dass ich also hier überleben kann, ohne Anzug etc. pp. Dass die Heizung funktioniert und so weiter. Also das ist so ein bisschen Lebenserhaltung halt ab 30% bei mir. Und ja, ich bin im Live-Game, ich bin jetzt leider nicht in der Kreativwelt, weil ich habe das hier programmiert. Und das ist der Chip hier. Dort packen wir die ganzen LCDs drauf. Ja, also hier haben wir mit D0 fangen wir bei N2 an. Dann mit D1 auf O2. Dann auf CO2. Die D3 auf H2. Die D4 auf N2.0. Und Mol X wäre auf, naja, D5. Das sind dann halt diese LCDs. Aber der Chip kann noch ein bisschen mehr. Und zwar können wir, wenn wir den jetzt mal einladen, können wir unsere Lebenserhaltung auch einstellen. Also, wenn X mehr als 0,7 ist oder H2 mehr als 1 Mol. Also 0,7 Mol, 1 Mol, 1 Mol. Und wenn O2 weniger als 50 Mol sind, dann soll das Ding uns warnen. Hinzu kommt, ich habe ihm gesagt, wenn es unter 1 Grad ist, soll er mich auch warnen. Bei über 40 ebenso. Und jetzt versuche ich einfach mal. Ja, jetzt versuche ich einfach mal irgendwie X-Gase hier reinzukriegen. Dafür habe ich auch was aufgebaut. Ich hoffe nur, dass das schon reicht. Ja, der läuft jetzt noch fleißig vor sich her.
Aber egal. Wie viele haben wir denn jetzt hier? 57 kPa, X-Gase. Na, schauen wir mal. Mal gucken, ob mein Essen jetzt verreckt. Könnte natürlich auch sein, dass das nicht ausreicht. Es reicht nicht aus. Wir haben 0,5. 0,5 mit X könnt ihr noch atmen. Das ist nicht das Problem. Die Pflanzen dürften jetzt auch nicht sterben. Also das ist auch noch in Ordnung. Jo. Es hat nicht gereicht. Schade. Im Endeffekt sieht das dann so aus. Ich zeige euch das mal. Er schreibt mir jetzt hier eine 1, also Zustand 1 bedeutet, dass ich hier drin atmen kann. Zustand 0 bedeutet, er kann nicht atmen. Dazu habe ich mir einen zweiten IC10 benutzt, also genommen. Und haben dem gesagt, dass er das rote Licht, also so Drehlichter anmachen soll. Und ich mache jetzt mal Folgendes, ich tausche die beiden Zahlen aus. Damit simuliere ich jetzt halt, dass 1 tödlicher Bereich wäre und 0 normaler Bereich. Das würde dann halt passieren, ja, wenn wir hier drin nicht leben können würden. Ja, und sowas könnt ihr halt abfragen. Also ihr könnt halt den IC auf die D0 schrauben und dann könnt ihr halt abfragen, auf welchem Status er ist. Das Ganze geht natürlich auch mit Logikbausteinen. Wie gesagt, dieser Chip sagt einfach eine 1 oder 0. 1 bedeutet, wir können leben, 0 bedeutet, wir können nicht leben. Den Code packe ich euch in eine Videobeschreibung für Leute, die sich schon mal Gedanken gemacht haben, zu wissen, wie viele Moles bekomme ich eigentlich in meinen Raum, oder für Leute, die wissen wollten, ja, wie viel Mol habe ich denn von den einzelnen Werten, dann haben die jetzt halt was, ne? Ja, den brauche ich jetzt nicht mehr. Der kann jetzt hier baden gehen. Ja. Ja gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch noch viel Spaß heute, und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr könnt den Code gebrauchen. Wie immer, bleibt gesund. Bis bald, euer Matthias.